Sehr geehrte Studierende und Gäste des Vortrages Logic of Discovery. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein und Ihnen einen kleinen Einblick in meine Arbeitsweise geben zu können. Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag legte ich einen Schwerpunkt auf den Werkprozess, das heißt von der Ideenfindung meiner Arbeit bis hin zum fertigen Blatt. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich in meiner Ausbildung, also in meinen Schaffen, auf keine akademische Ausbildung zurückgreife, sondern meine Arbeiten geprägt sind von den Erfahrungen mit dem Spiel, mit dem Material und einfach dem Willen, mich auszudrücken. Als ich das Angebot bekam, mich heute oder Ihnen gegenüberzutreten und dieses Modul mitzugestalten, stellte ich mir die Frage, was unterscheidet mich von einem akademisch ausgebildeten Künstler, Künstlerin, was ich Ihnen eben in Ihren Schaffen, wo ich Ihnen da weiterhelfen kann. Ich dachte mir, dass gerade dieses unbefangene Nachgehen, eben dieses nicht geprägt sein, sondern wirklich seine eigenen Arbeitsmethoden, sein eigenes Tempo zu finden, seine eigene Entwicklung zu machen, genau das ist, was vielleicht Studierenden helfen kann, eben bei ihrem eigenen Werkprozess. Denn wenn man keine Vorbilder hat oder eben auch ganz viele Vorbilder aus der Kunstgeschichte sich da noch einmal orientieren kann, dann macht man sich seine Regeln selbst. Und ich hoffe Ihnen, dadurch ergibt sich eben eine vielseitige Möglichkeit an Arbeitsmethoden, und die manchmal überfordern können. Und aus diesen Methoden dann wirklich seinen eigenen Weg zu finden, das kann manchmal überfordernd sein. Ich hoffe Ihnen mit meinem Vortrag einen kleinen Einblick in meine Lösungsansätze zu zeigen und hoffe auf eine anregende Diskussion am Ende des Vortrages. Ich habe meinen Vortrag bewusst in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil, der wird sich damit beschäftigen, was denn meine wesentliche Spur in der Arbeit ist, was mich beschäftigt und wie ich das entwickeln habe können, den Zugang. Dadurch werde ich auch ganz konkret dann auch auf verschiedene Schaffensphasen von mir eingehen, die wirklich weiter zurückgreifen, damit man sieht, dass Elemente, die man schon in seiner Jugend oder Kindheit teilweise schon entwickelt hat, Eigenarten, bis ins Erwachsenenalter hineingreifen. Zum Beispiel die Arbeitsmittel, die man verwendet, oder auch so das Spiel mit den Proportionen. Die zwei Teile des Vortrages sind unterteilt mit einem kurzen Video, wo ich Ihnen einen Einblick gibt, wo eigentlich meine Bilder entstehen. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann wirklich nur mit dem Inhalt meiner Arbeiten, wie der Aufbau ist, was ist die Aussage dieses Werkes, damit Sie so eine rote Spur sehen, warum ich eigentlich diesen ersten Teil überhaupt erwähnt habe. Dem Wesentlichen auf der Spur. Dieses Motto ist der Leitgedanke dieser diesjährigen Vortragsreihe. Der steht auch in engem Zusammenhang mit der Frage, die ich mir immer stelle am Anfang einer Arbeit, nämlich, was sind meine Beweggründe, um genau diese Arbeit jetzt zu beginnen? Was ist der Mehrwert für den Betrachter, ja für das ganze Publikum, für unsere Gesellschaft, dass diese Arbeit entsteht, damit man diese Triebfeder quasi erhascht? Denn ich sehe die Aufgabe der Künstlerin in der Rolle der Vermittlerin. Und dabei lege ich nicht Wert auf das Kommentieren einzelner Geschehnisse, sondern ich versuche, ein Verhalten, das sich durch den Alltag zieht, aufzuspüren und für den Betrachter zugänglich zu machen. Die Reflexion vom Beobachteten und auch die möglichst kritische Selbstreflexion ist ein wichtiges Werkzeug zum Aufspüren dieser Verhaltensweisen. Und persönlich Erlebtes dient hier zwar als Grundlage für meine Arbeiten und finden auch immer wieder Platz in den Bildern, aber sie sind nur ein Beispiel, ein Musterstück, wo dieses Verhalten besonders zum Tragen kommt. Insekten und Parasiten symbolisieren in meinen Bildern menschliche Eigenschaften wie Neid, Gier, Hass oder die Angst, teilen zu müssen. Ich habe Ihnen jetzt drei Arbeiten herausgesucht,
und gebe Ihnen kurz Zeit, die ein bisschen genauer zu betrachten, damit Sie ein bisschen ein Gespür kriegen, wie ich eben arbeite. Meine erste Arbeit lautet Mitgift aus dem Jahr 2015. Es ist eine Arbeit, die entstanden ist aus Tusche und Lackstift auf Papier mit den Maßen 59,4 x 84,1. Das ist ein A1-Format typisch. Eine Arbeit, die ein Jahr früher entstanden ist, mit dem Titel Auf ein Backerl hauen 2014. Die gehörte zu meiner Serie Parasitäre Organismen und Symbiose. Und eine Arbeit, die 2017 entstanden ist und auch eben diese Elemente mit den Insekten und Parasiten wieder aufweist. Ich bin Ihnen da ein kleines Detail herausgepickt, eben mit den Silberfischen. Mit meinen Arbeiten möchte ich aber keinen moralischen Zeigefinger erheben und ein Urteil fällen über eben so ein Verhalten oder solche Eigenschaft wie Neid, Gier, Missgunst, sondern es geht um ein Bewusstmachen. Denn durch dieses Bewusstmachen, durch dieses Bewusstwerden des eigenen Verhaltens ist meiner Meinung nach Veränderung möglich. Unzählige Geisteswissenschaftler setzen sich natürlich mit diesem Thema auseinander und ein Musterbeispiel für einen Geisteswissenschaftler, für einen Philosophen, der diese Thematik wieder aufgegriffen hat und stark bearbeitet hat, ist natürlich Kant, den wir alle kennen, in seiner Metaphysik der Sitten aus dem Jahr 1797. Ich zitiere, Zitat Anfang, das moralische Selbsterkenntnis, das in die schwerer zu ergründenden Tiefen des Herzens zu dringen verlangt, ist aller menschlicher Weisheit Anfang. Doch Kant fordert auch, dass jeder Mensch sich selbst hinterfragt, ob sein Herz gut oder böse sei. Und von diesen Gedanken verabschiede ich mich eigentlich in meinen Arbeiten, denn es zeigt von einer gewissen Schwarz-Weiß-Malerei, wie die, ähnlich die eines Märchens, wo es die guten Feen gibt, die guten Hexen. Doch genau das möchte ich eigentlich nicht sagen. Für mich gibt es in den Arbeiten keine künstliche Trennung von Opfer und Täter, sondern es ist eben ein Bewusstwerden, dass jeder Mensch diese Eigenschaften hat. Und wenn dieser Bewusstwerdungsprozess stattgefunden hat, dann kann man auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, man empfindet diese Gefühle und auch jemand anderer. Und dadurch wird eine ehrliche Diskussion möglich. Wie bereits erwähnt, ist die Beobachtung der erste Schritt in meiner Arbeit. Die Beobachtung von bestimmten Situationen oder Dingen bringt Anreiz, sich mit einer Situation genauer auseinanderzusetzen. Sie führt zu Recherche. Und meiner Meinung nach ist die Wahrnehmung von bestimmten Dingen oder Situationen kein Wahlloses, weil die Wahrnehmung ist immer geprägt von Lebensumständen, Interessen und Erfahrungen. Und wenn man sich jetzt hinterfragt als Kunstschaffender oder als Kreativtätiger, warum man genau dieses oder jenes Ding wahrgenommen hat, dann steckt hinter dieser Frage ein enormes Potenzial, weil das Themen sind, die einen von innen raus beschäftigen, die irgendwie die Sinne anregen. Und wenn man von sich aus ein Thema aufgreift, das einen beschäftigt, dann, und das verarbeitet in seinen Bildern oder auch in seinen Werken, nur dann oder besonders dann kann man authentisch werden und auch authentisch in seinen Arbeiten wirken. Frei nach dem Motto, erkenne dich selbst. Vor diesem Hintergrund möchte ich einen kleinen Einblick in meine verschiedenen Schaffensperioden geben und meine Spur aufzeigen, wie quasi von meiner Jugend die Arbeiten bis hin zur jetzigen Arbeit quasi ihren Lauf genommen haben. In Interviews und Gesprächen werde ich oft gefragt, wann hast du eigentlich zum Arbeiten begonnen? Und wenn ich darüber nachgedacht habe, was denn die Frage eigentlich soll oder was antwortet man denn auf sowas, dann ist mir immer nur eingefallen, jedes Kind zeichnet eigentlich. Und ich kann mich einfach nur nicht daran erinnern, jemals aufgehört zu haben. Ich habe immer weitergemacht. Und im Prinzip ist es auch die gleiche Herangehensweise geblieben. Ich
finde einen Stift irgendwo oder ein Material, das mich beschäftigt, das mich anspricht, finde einen Bildträger und dann fange ich einfach zu zeichnen an. Und früher war das halt die Triebkraft oder meine Motivation, meine Eltern zu beeindrucken. Und heute ist es einfach so, dass ich halt die Leute zur Diskussion über bestimmte Themen anregen möchte. Als ich 14 Jahre alt war, beschlossen meine Eltern, mich zur Kindergarten- und Hortpädagogin auszubilden. Und es war ein Beruf, der mich in keinster Weise interessierte. Doch ich hatte einen sensationellen Zeichenlehrer, der das erkannte und der mein Interesse und das einfach gespürt hat und mir eine freie Themenwahl ermöglichte. Und ganz wichtig, eine freie Wahl der Arbeitsmittel, die ich nach Hause nehmen habe können und wo ich die Themen zu Hause bearbeiten habe können. Als ich mehrere Bilder beisammen hatte, dachte ich mir, ich möchte unbedingt eine eigene Ausstellung machen. Nur mit einem beachtlichen Lebenslauf und schon gewisser Erfahrung in dem Bereich ist es, also ohne das ist es kaum möglich, irgendwie eine Ausstellungsmöglichkeit zu finden. Also habe ich mir gedacht, was mache ich? Ich möchte es unbedingt und habe mir gedacht, ich mache eine Ausstellung im öffentlichen Raum. Also begann ich meine Arbeiten zu duplizieren in einem ganz normalen Copyshop. Habe einen Stift genommen, noch einmal drüber gezeichnet, dass es ausschaut wie ein Original, habe die Arbeiten gerahmt und habe sie überall in ganz Innsbruck aufgehängt, besonders an den öffentlichen Orten, an Bäumen, an vom Goldenen Dachel, wenn ich Ihnen das so sage, an Universitäten, an der Abendschule, überall, wo einfach Passanten vorbeigehen und sie begutachten können. Und ja, die Arbeit, die als erstes für diese Ausstellung ausgesucht habe, war diese Arbeit, die damals noch ohne Titel war, von 2004. Diese Arbeit war direkt an den Betrachter gerichtet und war eine Art Vorstellungsplakat. Es war die Arbeit, meine erste Arbeit, wo ich wirklich einer meiner wichtigsten Werkzeuge thematisierte, nämlich die Reflexion oder die Selbstreflexion. Ich stellte mir die Frage, welche Charaktereigenschaften, welches Verhalten weist meine Persönlichkeit auf? Und wenn ich mir das bewusst mache, welche Eigenschaften ich habe, und ist dann irgendwie Veränderung in meinen Verhaltensmustern möglich? Das sind Themen, die mich bis heute eigentlich noch begleiten und die damals schon quasi ihren Platz in meinen Arbeiten gefunden haben. Diese Arbeit weist aber nicht nur inhaltlich Parallelen zu der jetzigen auf, sondern man erkennt einfach, dass die Wahl der Arbeitsmittel damals schon eine war, die quasi zwar noch nicht ganz so ausgereift war, aber in den Grundzügen einfach schon vorhanden war. Nämlich man sieht den Kohlestift, der es möglich macht, ganz starke schwarze Umrisse darzustellen. Den metallfarbenen Lack, der die Umrisse noch einmal richtig zum Ausdruck bringt. Und man erkennt das Spiel mit den Proportionen. Bewusst unterschrieb ich mit einem männlichen Vornamen, weil ich mir immer gedacht habe, dass männliche Künstler viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also habe ich den Namen Fernando Botero gewählt. Ein Name, der aber schon längst existierte. Das war das Problem und das weist aber direkt auf etwas hin, das ich damals komplett vernachlässigt habe und das wirklich ein ganz wichtiger Arbeitsschritt ist, auch für Sie als Studierende, nämlich die Recherche. Das ist eine Arbeit mit dem Titel Ablaufdatum und die habe ich eigentlich direkt neben die gestellt. Ich habe sie, damit Sie sehen eben, dass in meinen jetzigen Arbeiten oder vor 2 Jahren die Arbeit einfach da schon eben diese Ähnlichkeit gehabt hat mit dem metallfarbenen Hintergrund, mit den schwarzen Umrissen, die da aber schon wesentlich filigraner waren, weil es einfach auch ein anderes, also Tusche einfach einen feineren Strich macht. Aber ich liebe das, wenn der Umriss richtig rauskommt, richtig im Vordergrund steht.
und das Spiel mit den Proportionen. Und da erkennen Sie bei dem Fühler von dieser Heuschrecke da oben, dass er so überlängt ist und das Blatt in Zonen einteilt. Das ist wieder eine Arbeit von mir aus dem Jahr 2004 ohne Titel. Die Arbeiten waren Ausdruck meiner Befindlichkeiten, eine Art Sprachrohr, um das auszudrücken, was ich nicht anders ausdrücken habe können. Ich begann mit einem eigenen Vokabular Bilder wie Rätsel aufzubauen, setzte einzelne Bildfragmente in Bezug zueinander, nicht nur durch den Blick der einzelnen Menschen, sondern auch durch die Gestik. Und meine Arbeiten waren damals aber noch quasi die Schlussfolgerung von Beobachtungen, eine Art Liste, ein Urteil, das ich über ein bestimmtes Verhalten gefällt habe. Und das kommt besonders gut da zum Ausdruck in den Einteilungen in Zonen oder auch die Verschmelzung der einzelnen Figuren zueinander. Der Verzicht auf die Recherche und da ich keine Ahnung von der Kunstgeschichte und den ganzen Ikonografien hatte, bewegte ich mich aber auf einer sehr assoziativen und persönlichen Ebene. Ich spielte mit realitätsfernen Proportionen und fand aber, also meine Ausbildung als Kindergarten- und Hauspädagogin, die aber eigentlich so abgelehnt hat, hat immer wieder Einfluss auf meine Arbeiten gehabt. Und da sieht man einfach, wie sehr das Umfeld, bewusst oder unbewusst, alles, was man so im Alltag begegnet, also aufsaugen kann und eben in den Arbeiten oft einmal verarbeitet. Diese realitätsfernen Proportionen eben, die ich bereits erwähnt habe, fand ich nämlich immer wieder in den Kinderzeichnungen. Wenn man diese Kinderzeichnung anschaut mit dem Frosch und der Maus, wo der Frosch wesentlich größer dargestellt ist wie die Maus zum Beispiel. Und Kinder machen das genauso. Also man sieht quasi, dass das ganz starke Parallelen aufgewiesen hat. Ich habe Kinder nehmen zum Beispiel ihre Bezugsperson und die zeichnen sie am größten. Und die anderen Personen, die den Kindern nicht so wichtig sind, sind wesentlich kleiner, obwohl sie in der Realität vielleicht sogar viel größer sind wie in echt. Und dieses Stilelement habe ich immer wieder aufgegriffen und in meine Arbeiten bis heute hin benutzt. Wenn man zum Beispiel meine Arbeit, wer will noch mal, wer hat noch nicht, aus dem Jahr 2017 anschaut und vergleicht diese Silberfische, diese hier, und setzt sie in Bezug zu den Personen, die sich da abspielen oder dieser Mensch mit dem Schlangenkörper oder ja, die Blumen und die Silberfische, dann merkt man einfach, dass die Proportionen nicht stimmen. Und das ist der Grund ist, dass die Bedeutung eben für mich oft einmal einen besseren Ausdruck kriegt, wenn man diese Perspektive verwendet. Diese Bedeutungsperspektive, so der Fachausdruck dieser Form, von dieser Darstellungsform, findet man besonders häufig in den mittelalterlichen Stifterbildern, aber habe ich im Laufe meines Kunstgeschichtestudiums immer wieder gesehen und habe sie auch dann wieder in meine Arbeiten eingeflochten. Ich habe sie nicht wirklich konkret adaptiert quasi, aber ich habe sie eben gemerkt, dass das wirklich ein gängiges Mittel ist, quasi um etwas auszudrücken. Hier zum Beispiel Kaiser Otto III. Zwischen geistlichen und weltlichen Standesvertretern. Man sieht hier rechts und links, also auf der einen und anderen Seite von diesem Kaiser, die Person, die wesentlich kleiner dargestellt ist wie Otto III., dessen Kopf fast bis zum Baldachin raufreicht, weil er quasi die wichtigste Person auf diesem Bild ist. Oder dieses Widmungsbild Christus krönt Heinrich und Kunigunde, wo die Personifikationen des Landes, des Reiches sind und oben ist Christus und die zwei weltlichen Herrscher, die einfach in der im Bedeutungsgehalt nicht so ausgeprägt sind wie die Großen. Ich habe hier jetzt noch ein anderes Beispiel herausgesucht für einen Künstler, der eben damals das gleiche Problem hatte, würde ich mal sagen, das ich zu der damaligen Zeit als Jugendliche noch hatte. Nämlich El Greco, der 1541 geboren ist, hat damals die Zentralperspektive noch nicht gekannt.
Und genauso wie ich habe nicht gewusst, was ist ein Fluchtpunkt, wie inszeniert man Raum und dass es möglichst realitätsgetreu ausschaut. Und er hat eben diese Arbeit, Heiliger Lukas malt eine Ikone der Jungfrau Maria mit dem Kind, gemalt zu einer Zeit, wo er in Griechenland arbeitete und seine Malweise noch ganz stark geprägt war von der byzantinischen Tradition mit dem Goldhintergrund, den auch ich immer wieder in meine Arbeiten reinnehme. Und dieser Goldhintergrund symbolisiert den transzendenten Raum, etwas quasi, was vom Jenseits kommt und ins Diesseits wandert. Und im Gegensatz dazu sieht man dann ein paar Jahre später, wo er nach Italien gekommen ist und diese Zentralperspektive gelernt hat, diese Darstellung mit Fluchtpunkt, wo sich einfach die ganze Architektur immer wieder auf das also einstellt. Und diese Bilder, die ich im Laufe meines Kunstgeschichtestudiums gelernt habe, haben natürlich starken Einfluss auf meine Arbeit von heute. Ein weiteres Beispiel, das ich noch euch zur Veranschaulichung mitgebracht habe, ist eben El Greco, die büßende Magdalena, wo sie in Büßerhaltung dasteht und ein paar Jahre später stellt er die gleiche Situation dar mit der Überlängung der Arme, wo es einfach darauf, das Auge des Betrachters darauf abzielt, den Blick zu den Armen zu lenken. Und diese Methode habe ich eben auch in meinem Bild hängen geblieben, also im Jahr 2016 verwendet, weil man, wenn man die Gliedmaßen betrachtet, die einfach ganz deformiert und überlenkt sind, um den Ausdruck zu steigern. Mischwesen aus Frau und Hähnchenhaxerl oder Vogelkopf mit Seepferdchenkörper. Bizarre Kombinationen, die deuten auf ein Unverständnis mit der Umwelt und der eigenen Wahrnehmung. Aber ich habe gar nicht gemerkt, wie eben meine Ausbildung im Bereich der Pädagogik und der Didaktik Einfluss auf meine Arbeiten nahm. Ich experimentierte mit Ton und meine Skulptur Der Egoist entstand. Der Egoist ist eine Skulptur, die besteht eigentlich aus einer Faust, einer geballten Faust, aus dessen Mittelfinger ein Hals ragt und dieser Hals mündet dann in einen Kopf. Diese Figur weist nur auf der linken Seite ein Ohr auf, keine Lippen und keinen Augapfel. Nur eine Haut umspannt quasi den Kopf. Und ich sehe diese Figur als den ersten Versuch, einen Zeitraffer darzustellen, eine Figur, die quasi mehrere Momente ineinander vereint. Es ist einmal die geballte Faust, die quasi Aggressivität darstellt und gleichzeitig aber dieser melancholische, anmutende Hals und diese Stellung quasi des Kopfes. Und ich wollte eben darauf hinweisen, dass der Egoist seinen Willen durchboxt, wenn es darauf ankommt und in Warteposition ist, wenn es um nichts geht. Und um das zu verdeutlichen, welchen Einfluss die Ausbildung auf mich gehabt hat, habe ich euch den Kopffüßer mitgebracht. Weil nach Jahren kann ich sagen, ich bin mir sicher, zu der Zeit, es war genau zu der Zeit, haben wir über Kinderzeichnungen gelernt. Und zwar, wieso die verschiedenen Zeichenstadien sind. Es beginnt mit dem Kritzelstadium, wo das Kind aus Material, das seine Funktion eigentlich noch nicht kennt. Das Kind kennt, weiß nicht, wie es mit einem Stift umgehen soll. Das weiß auch gar nicht, was ein Stift alles kann. Es nimmt den Stift und steckt ihn in den Mund oder es nimmt den Stift und schiebt ihn über den Tisch und irgendwann kommt es drauf, dass der Stift einen Strich machen kann. Man sieht, das ist einfach nur die Lust am Tun, die auf einmal vielleicht zu einem Ergebnis führt, das einen interessiert. Und aus diesem Spiegel entstehen Linien und Spiralen. Und dann hat man einfach auf einmal den geschlossenen Kreis. Und der Strich und der Kreis sind Grundelemente, um einen Mensch darzustellen. Und dieser Kopffüßer, der einfach nur in seiner Darstellung ein Kreis ist, aus dessen unteren Ende zwei Füße raufwachsen, hat mich inspiriert eben zu dieser Figur der Egoist. Es ist so, dass der Kopffüßer, ich habe den jetzt genommen, um zu zeigen, dass es oft einmal ganz wichtig ist,
Materialien wirklich nicht nach ihrer Funktion zu beurteilen, was man damit machen kann, sondern herumzuprobieren, zu versuchen, was gibt es noch für Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wenn man sich jetzt diese Arbeit noch einmal anschaut, hängen geblieben, dann sieht man bei den Armen, dass ich Wunden gemacht habe oder auch unten bei dem Oberschenkel. Und ich habe mir sehr schwer getan, diese Wunden irgendwie haptisch darzustellen, irgendwie, dass man noch so eine weitere Ebene reinbringt. Also habe ich begonnen, das Material, das Papier anzukratzen, aufzustechen, dass es sich raushebt eben. Und das ist eigentlich nur daraus passiert, dass ich einfach mit einem Stift versehentlich einen Schnitzer in das Papier gemacht habe. Und auf einmal hat sich halt ergeben, dass man kann das ja auch noch anders verwenden eben, dass man eben an sowas auch denkt. Eine weitere prägende Phase in meinem Leben waren mein Reisen und mein Leben in Damaskus. Als ich zur Schule ging, flog ich das erste Mal dorthin und ich versuchte, meine Eindrücke in schnellen Skizzen und Fotografien festzuhalten. Aber besonders fasziniert hat mich dieser wahnsinnige Dekorationsdrang, eigentlich fast so ein Dekorationszwang, und wenn es nur ein Taschentuchbackerl war. Da war ein Taschentuchbackerl und es war unglaublich mit Ornamenten ausgeschmückt. Und an diesem Bild bin ich hängen geblieben, weil es hat mich fasziniert, dass dieses Taschentuchbackerl, das eigentlich seine Berechtigung nur durch die reine Funktion hat, weil man es ja braucht, als ein Gebrauchsgegenstand ist, trotzdem der Drang danach so groß ist, es auszuschmücken, ästhetisch im Äußeren aufzuwerten. Und dieses Aufwerten von etwas ganz Banalen eigentlich habe ich auch in meine Arbeiten versucht mitzunehmen. Betrachtet man eben diese Arbeit noch einmal, die ihr jetzt schon mehrmals gesehen habt, kann man erkennen, dass sie ganz viele dekorative Elemente mit einbezogen hat. Und diese scheinbar dekorativen Elemente sind aber ganz bedeutungsschwanger aufgeladen und heißen alle was. Und wenn man dies verinnerlicht oder mitnimmt, eben dass man den Betrachter, den Blick des Betrachters durch diesen enormen Dekorationszwang noch einmal irgendwie für ein paar Minuten länger einfangen kann, dann ist es meiner Meinung nach quasi ein Grund, warum man warum es ein Grund ist, noch einmal quasi sein Bild ein bisschen Tiefe zu geben, um Details zu entdecken, um die Bedeutung besser an den Betrachter rüberzubringen. Das ist auch der Grund, warum ich in meinen Arbeiten ganz gern, gerade in den letzten, mit Zirkel, Lineal und Geodreieck arbeite. Weil eben eine ausgewogene Darstellung, und das meine ich nicht im Sinne von Symmetrie, einfach noch einmal das Interesse des Betrachters steigern kann. Wenn man mich aber fragt, in welchem Stil zeichnest du, dann kann ich nur sagen, es kommt mal viel mehr auf den Ausdruck an, wie auf die Dekoration. Wenn man jetzt zum Beispiel diese zwei Menschen betrachtet, die diese Skulptur herunterlassen, dann fragt man sich, wenn sie das kann, warum hat sie dann mit Falten reingearbeitet in diese, warum hat sie das irgendwie so schablonenhaft lassen, collagenartig? Oder weil es mir eben darum gegangen ist, dass die Figuren ausschauen sollen wie Puppen, wie so Papierpuppen, die auf einem Steckchen durch die Gegend geschoben werden. Also oft einmal quasi verdrängt man das Dekorative für den Inhalt des Bildes. Als sie 21 Jahre alt war, reiste ich bereits das 26. Mal in Syrien ein, lernte dort meinen Ehemann kennen und arbeitete als Flugbegleiterin und begann nebenher das Studium der internationalen Entwicklung. 2011 bin ich das letzte Mal in Syrien eingereist, eben wegen den politischen Umbrüchen, die man damals schon deutlich gespürt hat.
betrachtet man meine Arbeiten, die danach entstanden sind, aus meiner Ausstellung Nutzgenießer, die quasi eine Auswahl der Arbeiten von den letzten 4 Jahren darstellt, merkt man deutliche Unterschiede in der Darstellungsweise. Diese Unterschiede kann man aber grob in 2 Gruppen einteilen, nämlich Bilder, wo ein Mensch dargestellt wird und Bilder, wo keine Menschen zu sehen sind. Dieser Bruch eben deutet auf eine Krise hin, und zwar eine Art Blockade. Und das rührte daher, dass ich meine Serie Parasitäre Organismen und Symbiose fertiggestellt hatte. Und so wahrscheinlich wie ganz, ganz viele andere Studierende, die in dem Raum sitzen, wollte ich auch damals unbedingt ein Feedback für meine Arbeiten haben. Also habe ich sie eingepackt und bin zu verschiedenen Künstlern gegangen und habe gefragt, mal, bitte sag was dazu, wie könnte ich mich weiterentwickeln? Oder auch, findest du es gut, was man manchmal so fragt oder so in den Raum geworfen? Und ein Feedback hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ein Künstler hat zu mir gesagt, probier mal was anderes oder mach mal was anderes mit den verschiedenen Materialien. Probier die aus, damit es nicht immer gleich ausschaut. Und dieser quasi Drang, dass ich jetzt was verändern soll, war total, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich ansetzen soll. Welches Material soll ich nehmen? Soll ich lieber Stifte oder lieber Acryl oder lieber Öl oder Bleistift und Ding? Und habe mir geschworen, ich verwende in den nächsten Arbeiten nicht meine ursprünglichen Materialien. Und das habe ich 1 Jahr durchgezogen mit dem Ergebnis, dass keine einzige Arbeit entstanden ist. Es war alles komplett schrecklich. Ich habe es in einem zusammengeknüttelt, in den Müllkorb geschmissen und mir gedacht, es entsteht einfach nichts. Es hat sich einfach nicht authentisch angefühlt, was ich produziert habe. Und nach 1 Jahr habe ich mal gedacht, okay, was tue ich jetzt? Zurück zum Anfang, ich nehme jetzt genau die Materialien, die ich mir selber verboten habe. Also Tuschestift, Lackstift, alles, was mir gefällt. Weil ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr gehabt, was anderes irgendwie, also was irgendwie anzugehen. Und meine Arbeit fertig ist entstanden. Das ist eine Arbeit, die eigentlich nur mit Dusche und eben, wenn man da hinschaut, Bleistift konzipiert worden ist. Und in meinem Prozess, ich habe mich richtig wohl gefühlt, endlich wieder mit den Materialien zu arbeiten, die so von mir ausgehen. Aber während des Werkprozesses ist etwas auseinandergeklafft, nämlich meine Idee, wie das Bild am Ende ausschauen soll und wie es tatsächlich ausgeschaut hat. Weil meine Intention war, dass ich das Inkarnat, also die Fleischfarbe, wirklich so haptisch darstellen möchte und das Fleisch im Maul von der Hyäne irgendwie schon fast riechen kann, weil es so rauskommt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es gelingt mir nicht. Egal wie viel ich schraffiert habe, es ist einfach nicht genug zum Vorschein kommen. Das war der Punkt, wo ich zuerst gestartet habe, nämlich bei der Hyäne, bei der Nase von der Hyäne. Und da sieht man einfach, dass das Mittel, die Duschezeichnung, ganz super funktioniert, wenn der Strich betont werden soll. Also für Strukturen wie Fell oder irgendwas, eben, wo der Strich rauskommen soll. Und dann bei dieser Darstellung von dem menschlichen Körper habe ich das Gefühl gehabt, dass das immer ausschaut wie eine Struktur, aber nicht irgendwie so einen weichen Effekt hat. Also man hat nicht das Gefühl, man möchte es angreifen. Und wie so ein T-Shirt-artig Stil. Und ich war komplett unzufrieden. Und aus dieser Unzufriedenheit raus habe ich mir gedacht, ich muss ein anderes Material verwenden. Ich muss jetzt irgendwas erfinden, das es möglich macht, dass meine Idee, die ich im Kopf habe, wirklich so auf Papier kommt. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich mich wahnsinnig geärgert habe, dass in meiner Jugendzeit, wenn ich mit der Faust übers Papier gewischt bin oder mit der Hand, dass da überall an der Stelle, an meiner Handfläche, Kohle geklebt hat, weil ich die Arbeit verwischt habe. Und dann habe ich mir gedacht,
genau diese eine pudrige Textur brauche ich und vermische sie mit einer Farbe, die irgendwie so zu einer Hautfarbe sich entwickelt. Und deswegen habe ich Kohlestift, Rötel und Fettstift, also weißen Fettstift, vermischt, habe schraffiert und habe dieses Thema in meiner nächsten Arbeit wieder aufgegriffen. Und meine Arbeit Follow for Follow aus dem Jahr 2015 ist entstanden. Diese Arbeit sieht man eben, dass dieses Inkarnat, das bei der Schulter stattfindet, immer wieder, also die Ebenen überlappen und dann entsteht so eine Tiefenwirkung. Man darf sich aber nicht irritieren lassen von diesem bananenartigen Gesicht, weil das ist eine Anleihe aus der Kunstgeschichte, und zwar stellt es Dante Gabriel Rossettis Lady Lilith dar, die dann eben erklärt, warum ich sie damals genommen habe und warum dieses Bild für mich heute eigentlich eine Arbeit ist, hinter der ich jetzt so nicht mehr stehen kann, die ich anders ausdrücken würde. Aber es ist trotzdem, wenn man mich fragt, okay, siehst du sie als Fehler? Ich würde sagen, nein, es ist einfach eine Arbeit, die in meinem Werkprozess drinnen steht, ein Ausprobieren. Und warum ich euch das erzähle, ist, dass oft einmal eine Entwicklung, wenn man dieses Feedback bekommt, probier mal was anderes, dass das total überfordert. Man denkt sich, wow, wo soll ich jetzt anfangen? Und dass ich glaube, dass es wichtig ist, den Studierenden zu sagen, dass eine Entwicklung nur von sich selber kommen kann. Man muss selber irgendwie den Willen entwickeln, einen Schritt weiter zu gehen. Und nur dann ist es irgendwie authentisch. Also man kann es von außen nicht aufdringen lassen. Man muss immer irgendwie einen Zugang zu dem finden. Und diese Knackpunkte, also diese Punkte, wo man merkt, hoppla, da geht es immer weiter, wie zum Beispiel in der Strukturierung von diesem Mensch, sind genau die Punkte, auf die es ankommt. Weil dann quasi kann man sich einen neuen Weg überlegen, wie geht es jetzt weiter in der Arbeit. In der Zwischenzeit spiele ich in meinen Arbeiten mit den verschiedensten Mitteln. Also ich kombiniere sie miteinander und sie sind immer so differenziert, ich mache Kohlezeichnung oder Duschezeichnung, sondern es überlappt sich einiges. Und diese Art der Darstellung braucht aber viel Platz und ich weiß, dass Studierende oft einmal nicht wahnsinnig viel Platz zur Verfügung haben oder auch Werkstätten und Ateliers sehr teuer sind. Also wie schafft man das in einen Raum, der eigentlich einem gar nicht so zur Verfügung steht, also persönlicher Raum quasi, wo man immer hingehen kann, trotzdem seine Methode zu finden, um Arbeiten entstehen zu lassen. Ich habe ja auch durch das, dass ich eine Tochter habe, einen sehr straffen Zeitplan und einen straff strukturierten Alltag. Und für mich ist es immer sehr wichtig, quasi, wenn ich den Impuls spüre, ich möchte jetzt was tun, dass ich dem gleich nachgehen kann. Und ich habe deswegen ein kleines Video gedreht, dass ihr einen Einblick habt, wie man trotz wenig Platz irgendwie seine Lösungen finden kann, wie man mit wenig Platz eben umgehen kann und trotzdem kreativ sein kann. Ich dachte gerade wegen dem Video, dass man es umschaltet. Sehr geehrte Studierende und Gäste des Vortrages Logic of Discovery. Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein und Ihnen einen kleinen Einblick in meine Arbeitsweise geben zu können. Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag legte ich einen Schwerpunkt auf den Werkprozess. Das heißt,
von der Ideenfindung meiner Arbeit bis hin zum fertigen Blatt. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich in meiner Ausbildung, also in meinem Schaffen, auf keine akademische Ausbildung zurückgreife, sondern meine Arbeiten geprägt sind von den Erfahrungen mit dem Spiel, mit dem Material und einfach dem Willen, mich auszudrücken. Als ich das Angebot bekam, mich heute oder Ihnen gegenüberzutreten und dieses Modul mitzugestalten, stellte ich mir die Frage, was unterscheidet mich von einem akademisch ausgebildeten Künstler, Künstlerin, was ich Ihnen eben in Ihren Schaffen, wo ich Ihnen da weiterhelfen kann. Ich dachte mir, dass gerade dieses unbefangene Nachgehen, eben dieses nicht geprägt sein, sondern wirklich seine eigenen Arbeitsmethoden, sein eigenes Tempo zu finden, seine eigene Entwicklung zu machen, genau das ist, was vielleicht Studierenden helfen kann, eben bei ihrem eigenen Werkprozess. Denn wenn man keine Vorbilder hat oder eben auch ganz viele Vorbilder aus der Kunstgeschichte sich da noch einmal orientieren kann, dann macht man sich seine Regeln selbst. Und ich hoffe Ihnen, dadurch ergibt sich eben eine vielseitige Möglichkeit an Arbeitsmethoden, und die manchmal überfordern können. Und aus diesen Methoden dann wirklich seinen eigenen Weg zu finden, das kann manchmal überfordernd sein. Ich hoffe Ihnen mit meinem Vortrag einen kleinen Einblick in meine Lösungsansätze zu zeigen und hoffe auf eine anregende Diskussion am Ende des Vortrages. Ich habe meinen Vortrag bewusst in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil, der wird sich damit beschäftigen, was denn meine wesentliche Spur in der Arbeit ist, was mich beschäftigt und wie ich das entwickeln habe können, den Zugang. Dadurch werde ich auch ganz konkret dann auch auf verschiedene Schaffensphasen von mir eingehen, die wirklich weiter zurückgreifen, damit man sieht, dass Elemente, die man schon in seiner Jugend oder Kindheit teilweise schon entwickelt hat, Eigenarten, bis ins Erwachsenenalter hineingreifen. Zum Beispiel die Arbeitsmittel, die man verwendet, oder auch so das Spiel mit den Proportionen. Die zwei Teile des Vortrages sind unterteilt mit einem kurzen Video, wo ich einen Einblick gibt, wo eigentlich meine Bilder entstehen. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann wirklich nur mit dem Inhalt meiner Arbeiten, wie der Aufbau ist, was ist die Aussage dieses Werkes, damit Sie so eine rote Spur sehen, warum ich eigentlich diesen ersten Teil überhaupt erwähnt habe. Dem Wesentlichen auf der Spur. Dieses Motto ist der Leitgedanke dieser diesjährigen Vortragsreihe. Der steht auch in engem Zusammenhang mit der Frage, die ich mir immer stelle am Anfang einer Arbeit, nämlich, was sind meine Beweggründe, um genau diese Arbeit jetzt zu beginnen? Was ist der Mehrwert für den Betrachter, ja für das ganze Publikum, für unsere Gesellschaft, dass diese Arbeit entsteht, damit man diese Triebfeder quasi erhascht? Denn ich sehe die Aufgabe der Künstlerin in der Rolle der Vermittlerin. Und dabei lege ich nicht Wert auf das Kommentieren einzelner Geschehnisse, sondern ich versuche, ein Verhalten, das sich durch den Alltag zieht, aufzuspüren und für den Betrachter zugänglich zu machen. Die Reflexion vom Beobachteten und auch die möglichst kritische Selbstreflexion ist ein wichtiges Werkzeug zum Aufspüren dieser Verhaltensweisen. Und persönlich Erlebtes dient hier zwar als Grundlage für meine Arbeiten und finden auch immer wieder Platz in den Bildern, aber sie sind nur ein Beispiel, ein Musterstück, wo dieses Verhalten besonders zum Tragen kommt. Insekten und Parasiten symbolisieren in meinen Bildern menschliche Eigenschaften wie Neid, Gier, Hass oder die Angst, teilen zu müssen. Ich habe Ihnen jetzt drei Arbeiten herausgesucht und gebe Ihnen kurz Zeit, die ein bisschen genauer zu betrachten, damit Sie ein bisschen ein Gespür kriegen, wie ich eben arbeite. Meine erste Arbeit lautet Mitgift aus dem Jahr 2015. Es ist eine Arbeit, die entstanden ist aus Tusche und Lackstift.
auf Papier mit den Maßen 59,4 x 84,1. Das ist ein A1-Format typisch. Eine Arbeit, die ein Jahr früher entstanden ist, mit dem Titel Auf ein Backerl hauen 2014. Die gehörte zu meiner Serie Parasitäre Organismen und Symbiose. Und eine Arbeit, die 2017 entstanden ist und auch eben diese Elemente mit den Insekten und Parasiten wieder aufweist. Ich bin Ihnen da ein kleines Detail herausgepickt, eben mit den Silberfischen. Mit meinen Arbeiten möchte ich aber keinen moralischen Zeigefinger erheben und ein Urteil fällen über eben so ein Verhalten oder solche Eigenschaften wie Neid, Gier, Missgunst, sondern es geht um ein Bewusstmachen. Denn durch dieses Bewusstmachen, durch dieses Bewusstwerden des eigenen Verhaltens ist meiner Meinung nach Veränderung möglich. Unzählige Geisteswissenschaftler setzen sich natürlich mit diesem Thema auseinander und ein Musterbeispiel für einen Geisteswissenschaftler, für einen Philosophen, der diese Thematik wieder aufgegriffen hat und stark bearbeitet hat, ist natürlich Kant, den wir alle kennen, in seiner Metaphysik der Sitten aus dem Jahr 1797. Ich zitiere, Zitat Anfang, das moralische Selbsterkenntnis, das in die schwerer zu ergründenden Tiefen des Herzens zu dringen verlangt, ist aller menschlicher Weisheit Anfang. Doch Kant fordert auch, dass jeder Mensch sich selbst hinterfragt, ob sein Herz gut oder böse sei. Und von diesem Gedanken verabschiede ich mich eigentlich in meinen Arbeiten, denn es zeigt von einer gewissen Schwarz-Weiß-Malerei, wie die, ähnlich die eines Märchens, wo es die guten Feen gibt, die guten Hexen. Doch genau das möchte ich eigentlich nicht, dass ich einmal bei einer Idee bleibt und dann versucht, in die Tiefe zu gehen. Und das, weil wenn man in die Tiefe geht und sich mit einer Arbeit so intensiv auseinandersetzt, dann ist es auch für den Betrachter, da merkt man einfach so einen qualitativen Unterschied, dass es einfach mehrere Ebenen anspricht und nicht nur eben quasi eine. Ich möchte jetzt noch ein bisschen genauer eben auf meine Arbeiten eingehen. Und zwar ist das meine, eine Ausstellung, die ich gehabt habe, eine Einzelausstellung mit dem Titel Nutzgenießer. Ich zeige euch zuerst einmal diese Front quasi mit diesen Insekten und gehe auf dieses Bild ein. Es ist ein Bild, das entstanden ist 2014 und zwar das zweite Bild einer Serie. Und es stellt Insekten dar, also besser gesagt, es stellt Schnecken dar, die sich quasi wie ein Haufen übereinander lappen und von oben ein Spaten kommt und droht sie niederzuschlagen. Und das ist Arbeit, die ich konzipiert habe, wo ich noch als Kindergarten- und Hauspädagogin gearbeitet habe. Sie ist inspiriert von einer Methode, die man gerne mal verwendet, wenn man gruppendynamische Prozesse darstellen möchte, nämlich ein Soziogramm. Und ein Soziogramm ist eine Möglichkeit zu sehen, wo ein Kind, aber auch ein Team steht im Jahr. Also es gibt da zum Beispiel im Jahreskreislauf, und da meine ich jetzt nicht die Jahreszeiten, wie Sommer, Herbst und Winter, sondern die verschiedenen gruppendynamischen Phasen, wie zum Beispiel am Anfang steht die Kennenlernphase. Und die definiert sich dadurch, dass ein Kind ankommt in eine Gruppe und die Kinder sich alle noch nicht kennen und einmal ausgelotet wird, wie diese Kinder reagieren und sich so gegenseitig beschnuppern. Und mit der Zeit lernen sich die Kinder immer besser kennen, schauen, wie sie aufeinander reagieren und dann entsteht diese Machtkampfphase. Und diese Machtkampfphase ist quasi der zweite Abschnitt, wo es darum geht, entweder seine Rolle zu festigen oder eben aus einer Rolle wieder rauszukommen, die man vermittelt wird. Und ein Soziogramm ermöglicht eine Darstellung von einer Gruppe, wo man zum Beispiel ein Kind fragt, neben wem möchtest du sitzen? Und wenn dieses Kind sagt, ich möchte sitzen neben dem Valentin und neben dem Michael, dann bekommt es jeweils einen Pfeil hin. Und am Ende ergibt sich dann, wo überall Pfeile sind. Und bei dem Kind, wo kein Pfeil ist, quasi kann man daraus schließen, dass es vielleicht nicht so beliebt ist.
Und diese gruppendynamischen Prozesse finden in jedem Team statt. Und das hat mich in meiner Arbeit schon ganz lang beschäftigt eben. Und diese Schnecken sind quasi diese Pfeile des Soziogrammes. Wir sehen in der Mitte, und das ist ganz häufig typisch für meine Arbeiten, dass sie gerne mal bei dem Ding oder bei dem Tier anfangen, das mich am meisten beschäftigt. Also wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt Lust, das darzustellen. Weil von diesem Punkt ausgehend entfaltet sich dann die Arbeit. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr nicht wisst, wo in einer Darstellung anfangen, nachher nehmt euch das, wo ihr denkt, wow, da möchte ich wirklich, das, da habe ich Lust einfach, das zu darzustellen, das zu zeichnen, das genauer auszuführen, weil dann entwickelt sich das Bild ganz natürlich. Ich habe das, ich habe für meine Mitte etwas verrückt, eine Nacktschnecke gewählt, quasi ein Opfer, das auf dem Rücken liegt und bei dem die Gedärme rausquellen. Und, diese Gedärme sind sehr interessant für andere Nacktschnecken, weil es ist keine freie Erfindung. Nacktschnecken essen sich ja selber. Essen ihre Artgenossen, wenn sie verletzt sind. Und dieses Verhalten kann man auch in der Natur beobachten. Und habe verschiedene Schneckengrößen gewählt, eben, die sich auf ein Backerl, also auf einen Haufen schmeißen und versuchen, diese verletzte Figur oder diese verletzte Schnecke zu essen. Und wenn sie nicht gleich einen Zugang finden, weil große Schnecken den Weg versperren, sieht man, dass kleinere Schnecken von anderen Wegen kommen. Und dieser Spaten, der da oben so hängt oder herunterkommt, war für mich dieses Damoklesschwert, also ein Schicksal, das quasi den Schnecken droht, wenn sie jetzt diesen Weg weitergehen. Und um diese verschiedenen Bildelemente in Bezug zueinander zu setzen, habe ich beschlossen, das Muster der Schnecken aufzugreifen und wieder in dem Spaten oben hier aufzugreifen und das nochmal zu wiederholen, dass es ihm quasi einen Bezug zueinander entfaltet. Und dieser Spaten, der unten zu sehen ist, der weist die Farbe von den Nacktschnecken auf. Dieser Raum im Hintergrund, der metallfarbene, der da nicht Gold ist, wie im Byzanz, sondern braun, soll immer etwas Erdiges, irgendwas Menschliches darstellen. Bei meinem zweiten Bild mit dem Titel Marmeladenbrot von 2013, das eigentlich das erste Bild der Serie war, sieht man Stubenfliegen, die auf einem Marmeladenbrot sitzen und die sich selber bebauchpinseln, aber auch gleichzeitig aussaugen. Und Fliegen haben ja bekanntlich sind keine Säugetiere, also die Made da unten ist frei quasi assoziiert. Da geht es um das Thema, wie kann man sich abgrenzen, wer ist, wann sagt man Stopp, wann ist genug, wann sagt man quasi, wie viel kann man geben, ohne dass man selber ausgezehrt wird. Man sieht beim Bildaufbau, wenn man noch einmal zurückgeht, dass da schon quasi ein Silber verwendet worden ist und dass dieser Haufen, der da bei den Schnecken zum Geltung kommt, da oben noch einmal aufgegriffen worden ist, um quasi die Darstellung noch einmal zu verdoppeln. Bei diesem ersten Bild mit den Fliegen habe ich noch nicht genau gewusst, wie ich das Ende des Bildes finden soll. Also ich habe zuerst angefangen, diese Fliegen zu konzipieren und wollte einen Raum, einen Tisch darstellen, auf dem dieses Brot liegt, eben ein altes Brot. Und ich habe nicht genau gewusst, wie gehe ich mit der Farbe um, dass es nicht, weil wenn man es komplett schließen würde, diesen Metalllack, dann wird das Bild irgendwie tot wirken, dann wäre die Dynamik verloren gegangen. Und diese Art quasi der Darstellung hat auch einen Fachausdruck, also den ich auch erst später gelernt habe, quasi infinito, dass man sagt, wenn eine Form rausgeschält worden ist, aus dem Blatt oder aus einer Skulptur, dann ist es irgendwie, dann lasst man sie liegen. Also dann führt man sie nicht mehr weiter, weil sonst wirkt sie starr oder
quasi nicht mehr lebhaft. Dieses Bild, das ich Ihnen vorher schon gezeigt habe, stellt eine Heuschrecke dar. Und die ist auf einem Streichholz, das droht abzubrennen. Und sie realisiert aber noch nicht quasi, dass dieses Streichholz eigentlich quasi ihr Schicksal ist, das sie erwartet, wenn es jetzt nicht sofort weghuppt. Und wenn man jetzt diesen Titel anschaut, Ablaufdatum, dann merkt man, dass man im Gegensatz zu dem ersten Bild, mit dem zweiten Bild mit den Fliegen, dass es einen wesentlich narrativeren Aspekt hat. Also es möchte eine Geschichte erzählen, während ich bei dem Bild einfach nur versucht habe, eine Situation darzustellen. Dieses Erzählen findet auch immer wieder Einklang in meinen späteren Arbeiten, wenn ich versuche, irgendwie die Geschichte in einer Bewegung zu zeigen, eben, wie geht man mit dem Aspekt von Bewegung in einer Arbeit um. Weil diese Bilder wirken immer noch sehr flächenhaft und quasi stehen wie eine Stoppfunktion, wie ein Bild, auf das man eine Stoppfunktion gestellt hat, da. Das Besenrein, das an Fadenwurm dasteht, der gerade in seinem neuen Zuhause, in seinem Darm ankommen ist, und sein neues Zuhause ausbeselt quasi und sich gemütlich macht, soll einfach darstellen, so er weiß noch nicht, ob er gehen kann, also gehen muss, weil er entdeckt wurde, oder ob er bleiben kann. Man sieht hier, dass die Darstellung da mit dem Darm hat seinen Mittelpunkt hier. Er ist ein bisschen versetzt eben. Und ich habe wieder dieses Infinito gewählt, quasi damit es zwar da eine Röhre oder einen Schlauch darstellt, aber das Bild nicht erdrückt. Hier sieht man, dass ich extrem, ich mag Detailausführungen extrem gern, weil das steigert irgendwie, wenn man sich das als erstes nimmt, gleich einmal die Lust, was zu tun. Und wenn man diese Darstellung von dem Besen sieht, die mit seinen ganzen Detailausführungen, kann ich Ihnen sagen, das war gar nicht so leicht, das darzustellen. Es war am Anfang so, dass ich eine Arbeit aus dem Jahr 2012 genommen habe, wo ich diese Federn schon einmal dargestellt habe, wo ich die Struktur der Feder wirklich angegriffen habe, also wo ich meine gesucht habe und alles versucht habe, irgendwie haptisch zu erfahren und ganz genau zu beobachten und dann versucht habe, in das Bild zu transportieren. Und wenn man diesen Lauf sieht, quasi ein Bild führt zum nächsten und wieder zum nächsten, dann erkennt man, dass es eben ganz wichtig ist, mit diesen Materialien eben weiterzuarbeiten, weil man sich dann auch wirklich auf was fokussieren kann und seine Expertise entwickeln kann. Dann noch einmal mein Bild mit Gift. Und da kommen wir zu diesen Arbeiten, wo ich dann das Inkarnat verwendet habe. Dieses Bild zeigt, und deswegen habe ich das auch vorher erwähnt, meine Auseinandersetzung mit meinen Reisen nach Damaskus, nach Syrien, wo ich versucht habe, das dann auch wirklich für den Betrachter so interessant darzustellen, dass er sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und zwar ist es Dante Gabriele Rossettis Lady Lilith, die dargestellt hat, die normalerweise in einen Spiegel schaut. Und dieser Spiegel, in den sie sich frisiert, habe ich ausgetauscht mit einem Smartphone. Und diese Person, die da unten liegt, ist ein Opfer im Giftgasanschlag in Syrien. Und es hat mich wahnsinnig geärgert, dass sich die Leute damals überhaupt nicht für diese Thematik interessiert haben. Und dann auf einmal ein richtiger Schwung kommen ist und das überall in den Medien präsent war, aber damals eben noch nicht. Und sie macht eigentlich ein Bild nicht von dieser Person, sondern sie macht ein Bild von sich selber. Und das soll eine Anspielung sein auf die Funeral Selfies, die Sie vielleicht kennen, wo Leute zu einem Begräbnis gehen und versuchen, sich selber darzustellen quasi, indem sie eine Aufnahme von sich selber machen mit dem Hashtag I am so sad. Und
Das ist quasi eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Man sieht, dass ich da noch versucht habe, Haare mit der Dusche darzustellen und habe diesen Metalllack mit eingefangen und es wirkt aber sehr dupehaft, also irgendwie wie eine Art quasi Perücke, die ich aufgesetzt habe. Man merkt dann einfach, dass manche Sachen nicht geeignet sind für Darstellungsformen, dass man sich da ein bisschen aus dem Fenster lehnen soll, um das andere darzustellen. Ja, meine Arbeit Cloud Potato aus dem Jahr 2016 ist mit dem Titel, sagt sie eh, Sie kennen vielleicht den Ausdruck Couch Potato. Und da es findet eine Verschränkung der verschiedenen Materialien statt. Also, weil wenn man mal was anderes ausprobiert hat und sich mit verschiedenen Mitteln auseinandergesetzt hat, merkt man auch so die Grenzen, was kann ein Material ausdrücken, was nicht. Und diese Explosion war mir besonders am Herzen. Und ich habe da versucht, mit Filzstift zu zeichnen und habe quasi diese rauchige Textur dann mit Rötel und Kreide noch einmal übermalt, dass das kommen ist. Also dass diese rauchige Textur irgendwie so Einzug ins Bild erlangt hat. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Papier dann irgendwann einmal die Fasern zumacht und dass es da gar nicht mehr zu bearbeiten geht. Und habe gemerkt, dass es jetzt genug ist, quasi das Papier es so auszureizen. Man merkt einfach auch, dass es eben dann Probleme gibt, wenn man sich was einbildet, dass man so darstellt, wie man es eben im Kopf hat. Also wie geht man anders vor? Ich habe dann versucht, diese Texturen dann durch Punkte auszudrücken eben und habe mir gedacht, ich lasse das oben stehen und möchte aber dieses Schaf, das für mich quasi den Beobachter darstellt, den Beobachter des Lamm Gottes oder des Wildschwein Gottes, das ich immer wieder in meiner Auseinandersetzung mit meinem Studium gesehen habe, eben, sich das auftut auf der Wolke und dieses Tohuwabohu da unten stattfindet. Und zwar in Auseinandersetzung mit einer Stimmung, die man so in den letzten Jahren so wahrnehmen kann, dass man sagt, es ist so eine Endzeitstimmung und so weiter. Und das ist quasi die pathetische Überspitzung von dem Ganzen quasi. Er schaut herunter und weiß nicht, also schaut einmal beobachtet, wie das Geschehen so seinen Lauf nimmt. Und wenn es ihm nicht passt, dann zieht er den Stecker. Und in meiner Ausstellung habe ich dieses Bild, da ist leider wegretuschiert worden, da war eine Steckdose und ich habe dieses Lamm an den Laserstrahl zu dieser Steckdose gehen lassen, so quasi in Anspielung, ich beziehe den Raum in meine Arbeiten ein. Also wenn es genug ist für diesen oberen Betrachter, zieht er die Steckdose. Genau, man sieht auch immer wieder eben, egal welchen Einfluss die Umwelt, also welche Ausbildung man macht oder mit welchen Thematiken man sich auseinandersetzt, dass das immer wieder in der Arbeit seinen Platz findet. Eben. Ich habe damals zum Beispiel eine Seminararbeit über das Julius-Grab geschrieben mit dem Moses, wo man gerätselt hat, steht er jetzt auf oder bleibt er sitzen? Und diese intensive Auseinandersetzung mit der Arbeit, mit dieser Seminararbeit eben führt dazu, dass sich Themen irgendwie verankern, dass man sie im Kopf weiterverarbeitet und sie dann aufs Papier bringt. Dieses Bild mit dem Titel Paracetamol thematisiert die Bewegung in Arbeiten. Das war eben ein Bild, wo ich mir gedacht habe, wie kann ich Bewegung, weil ich ja dieses Thema schon einmal in der Skulptur der Egoist aufgegriffen habe, wie kann ich Bewegung in einem Bild umsetzen? Das ist überhaupt nicht leicht. Also ich habe herumexperimentiert und die Lösung gefunden, dass es am besten ist, wenn ich dieses Mittel, quasi dieses Bleistift und diese Kohlemittel noch einmal verwische,
dass diese ruppige, also diese klare Struktur einfach nochmal ausläuft und so erodieren möglich ist. Und das sieht man da zum Beispiel bei dieser Zahnbürste, dass ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Und das ist aber, sind Themen, die einen ein Leben lang irgendwie so begleiten und die man immer wieder aufgreift, oder? Und herumexperimentiert. Wie kann ich das am besten darstellen? Und irgendwann kommt dann so der Knackpunkt, wo man sich denkt, oh, ich bin jetzt da drüber gefahren, ich bin ausgerutscht mit dem Stift, okay, das schaut gut aus, mach mal weiter, oder? Und das sind so Entwicklungen, die ganz natürlich von sich gehen. Man muss eben immer am Blatt bleiben, immer etwas tun und dranbleiben und sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Dieses Bild, das Sie auch auf dem, auf dem Vortragsplakat zu sehen ist, setzt sich also inhaltlich mit diesen Insekten auseinander, die von einem Vogel aufgespießt wird auf Dornen eben. Aber warum ich es jetzt da aufgegriffen habe, ist, weil in meiner Arbeit eben immer ganz klar den Strich betone. Und diesen Strich, den man eben da ganz gut herauskommen sieht, ist, dass man mit einfachen Mitteln, wie zum Beispiel mit Bleistift, solche Emotionen nur reinsetzen kann mit einer Armbewegung, wenn man die also immer wieder übt eben und das unmittelbar aufs Blatt reinarbeitet. Und dieser Strich wirkt dann eben wie so am Messer und die Emotionen können richtig rauskommen, wenn du direkt mit der Hand eben diesen Strich auf das Blatt setzt. Diese Arbeit, die ich da ausgewählt habe, möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Und zwar habe ich ja erwähnt, dass ich in meiner Jugend viel mit Perspektive, Bedeutungsperspektive gearbeitet habe und Bildfragmente, die in Bezug zueinander stehen. Und diese Arbeit ist wirklich mit Zirkel Bleistift und also Zirkel und Lineal und Geodreieck ausgemessen, parallel verschoben. Und ich habe mir immer wieder gedacht, wie ich diese Sache angehe. Also habe ich einfach den Mittelpunkt genommen und die Idee hinter diesem ganzen Bild ist, dass eigentlich den Inhalt des letzten Wahljahres hat. Und zwar geht es darum, dass in diesem geschlossenen Garten, also diesem Hortus Conclusus, den wir immer wieder sehen im Laufe der Kunstgeschichte, der so quasi diesen idyllischen Aspekt dieses Eingeschlossenseins darstellt, thematisiere mit einem Menschen aus einer Partei, der da in diesem Dornbusch überall Kugelschreiber drinnen hat. Und diese Kugelschreiber sind Wahlwerbungen. Und dieses Ornamenthafte ist quasi dieser ornamenthafte Rahmen, ist eigentlich ein Stacheldraht, den ich stilisiert habe mit blauen Bändern und eben diesen durchzogenen Linien und diesen Blumen, die aufblühen, geschlossen sind und immer wieder dann auch zu sehen sind, eben da auch unten wie so ein Dolch, der da reinkramt wird. Also ich habe ein Element genommen und es immer wieder wiederholt quasi, um den Ausdruck zu bestärken. Diese Männer auf dieser Seite also ich glaube, Sie kennen das aus dem Architekturstudium, sind Karyatiden. Das sind architektonische Elemente, die oft einmal zu sehen sind auf Häuserfassaden und die Balkone in die Höhe halten. Und diese Karyatiden halten quasi diesen Rahmen zusammen, und weisen verschiedene Gesichter auf. Und da ich immer wieder den Bezug eben nehme zu meinen Themen, die mich eben bewegen, und das war einfach eine Zeit lang eben dieser Konflikt mit Syrien und Damaskus. Und dass da so wenig eben passiert ist,
in den Medien und dass das zu wenig eben getan worden ist, sind das so die ersten Opfer, die von der IS also gekidnappt worden sind und getötet worden sind. Und diese befinden sich da eben in diesen engen architektonischen Rahmen. Und da sieht man eben, dass sie dieses Element der Bewegung, wie damals in diesem Bild oder mit der Zahnbürste wieder aufgenommen habe und sie quasi da eingesetzt habe, dass so ein weiterer Moment, eine weitere zeitliche Ebene eingeführt wird. Man sieht eben da auch deutlich, also an diesen Silberfischen, die sich aus dem Kanaldeckel raus bewegen, dass ich immer wieder versuche, einen roten Faden in meinen Arbeiten durchzuziehen. Und dieser rote Faden ist bei mir, sind eben die Insekten. Und das ist ein Thema, das mich schon sehr lang beschäftigt. Und das war aus dem Grund, die Silberfischen, weil ich eines Nachts in mein Bad gekommen bin. Es war stockdunkel, ich habe eingeschalten und auf einmal waren sie überall. Und ich habe mir gedacht, woher kommen diese Silberfische nur? Ich habe sie den ganzen Tag nie gesehen und auch sonst nie beobachtet. Und die kommen vorbei und auf einmal sind sie überall. Und sobald das Licht ausgeschalten war, waren sie wieder weg. Also, und diese Assoziation quasi mit dem Thema der Wahl, die Menschen, die wählen gehen, und auf einmal sind überall Menschen, die eine Partei wählen und niemand will es gewesen sein am Ende quasi, die haben mich dazu veranlasst, diese Silberfische eben von dem Kanaldeckel rauskommen zu lassen und dorthin zu gehen. Und natürlich ist dieses Bild auch inspiriert von Deckengemälden zum Beispiel. Da sieht man eben noch einmal so die zeitliche Ebene, die ich versucht habe einzubauen. Und ein Bild, das ich zuerst bei Ihnen auch im Büro gesehen, also wo ich assoziiert habe, die Beatus Apokalypse mit der Perspektive, die einfach aufgefächert ist. Man sieht, da hat man nicht versucht, irgendwie eine Perspektive irgendwie darzustellen, sondern es ist einfach aufgeklappt quasi. Und das ist ein, das habe ich als letztes Bild, das ich jetzt eben gerade in Arbeit habe, habe ich dieses abfotografiert, damit Sie mal sehen, wie so ein Bild, wie der Prozess der Bildfindung so bei mir entsteht. In der Mitte ist ein Fadenwurm, das Thema, das ich schon einmal aufgegriffen gehabt habe in einer Arbeit, die 2 oder 3 Jahre her ist, mit diesem Fadenwurm, der seinen Darm ausbeselt. Und dieser kommt hier heraus und befindet sich in einem Rahmen. Also es passt ihn immer und er kommt raus. Und dieses Bild soll wie ein Fotoalbum sein oder wie, ein wie eine quasi Art Station, wo er herauskommt und dort seine Lebensabschnitte sind. Dieser ist zum Beispiel das Ei, wo er sich langsam entwickelt. Dieser ist, wo er rausschießt. Da ist noch nichts hineingezeichnet, es kommt erst. Und hier hatte ich einen Fehler. Und zwar war das, also war es mitten in der Nacht, ich war total müde, habe abgemessen, mit dem Zirkel gearbeitet, habe weitergearbeitet und nach ein paar Tagen komme ich drauf, ich habe mich komplett vermessen. Denn wenn Sie hinschauen, ist dieses Dreieck, das sich hier unten befindet und das, das oben ist, wesentlich kleiner. Also das ganze Konstrukt ist total verschoben. Und dann habe ich mal gedacht, wie tue ich jetzt weiter, weil ich wollte eigentlich wirklich eine symmetrische Darstellung. Wie tue ich weiter, weil ich habe schon so weit strukturiert. Ich habe da oben Eier in den Muskelfasern gemacht. Ich habe da quasi das ausgeführt mit den architektonischen Elementen, die ausschauen wie so kleine Würmer, die da herauskommen. Und ich wollte das ganze Ding nicht einfach verschmeißen. Also habe ich mir überlegt, wenn ich ausrechne, dass dieses Konstrukt, diese Ecke größer ist als die anderen, dann geht sich das rechnerisch und aus, also vom ästhetischen her auf.
Und auf dieser oberen Seite werde ich einfach dieses Gebilde abschließen, quasi wie eine Außenfassade, und oben Zinnen drauf machen, die ausschauen wie Engerlinge. Und so überlegt man sich so seinen Weg, und das ist keine wahllose Aneinanderreihung von irgendwelchen Details, sondern sie entfalten gemeinsam dann die Wirkung, weil dort quasi der wichtigste Teil des Bildes hinkommt in der Länge. Und diese oberen Zinnen, quasi, die dann zu sehen sind, beziehen sich dann auf das Bild von innen. Stellen dann quasi, soll das dann wie ein Gebäude sein, und das ist die Fassade, und der Wurm geht einfach, kommt raus aus einem Wohnraum, wo es ihm nicht mehr gefällt, und sucht sich ein neues Zuhause. Ich habe da noch einmal eine Detailansicht eben von diesem Konstrukt mit den verschiedenen drei Toren. Man sieht auch, dass quasi diese eine Thematik von diesen Eiern und diesen Sinnen sich durch das ganze Programm ziehen, eben. Da mit den Engerlingen und da diese Eier, die sich da wiederfinden und quasi so ihre Wirkung entfalten. Ich hoffe, dass ich Ihnen in meiner Arbeitsweise und den kleinen Einblick ein bisschen quasi helfen konnte, wenn Sie vielleicht beim Arbeitsprozess anstehen, wo Sie nicht wissen, genau wie geht es jetzt weiter, zu welchen Materialien soll ich greifen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ein Thema aus sich entwickelt, dass man hinschaut, okay, wo liegen meine Beobachtungen, wo sich zu hinterfragen beginnt, wo ist das, was mich ausmacht, wo liegen meine Interessen, was ist der rote Faden, der sich durch mein Wesen zieht. Und aus diesen roten Faden zu finden, ist schon nicht leicht, aber wenn man es schafft, quasi aus diesem Themenbereich eins zu ziehen und zu bearbeiten, dann kann der Betrachter eben sagen, oder dann kann man von sich selber sagen, das hat mein Interesse geweckt, und da versetze ich mich in ein Thema noch einmal tiefer rein. Und nur auf ein Thema aufzuspringen, quasi, weil es jetzt gerade irgendwie besonders beliebt ist oder quasi jetzt gerade modern ist, dieses Thema zu bearbeiten, das führt nicht weiter. Man muss irgendwie seine eigenen Wege entdecken und an denen dranbleiben und seine Zugänge zu einem bestimmten Thema finden. Und wie Sie sehen, habe ich auch immer wieder Bezüge zur Kunstgeschichte genommen und versucht, quasi aus diesen Thematiken meine eigene Sprache zu finden. Aber am besten ist, wenn Sie einfach durchforschen, was ist Ihre Triebfeder, Ihre Triebkraft, und dann kann wirklich wunderschöne neue und innovative Werke entstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Würde es vielleicht noch Fragen geben zu meiner Vorlesung? Bitte. Ja. Genau, dieses Infinito habe ich gewechselt. Stellen Sie sich vor, das Bild wäre jetzt komplett ausgefüllt, oder? Also ich habe auch zum Beispiel oben bei diesen Männern, habe ich diese Kleidung nicht ausgeführt, weil oft einmal das Bild dann sehr flach wirkt. Also es macht manchmal mehr Sinn, eine Arbeit, wenn man das Gefühl hat, die Idee ist für den Betrachter zugänglich, das einfach stehen zu lassen, weil sonst wirkt es zu glatt. Das ist dann sehr plakativ, wie zum, da habe ich das Gefühl, okay, der Ausdruck ist rauskommen und so kann es stehen bleiben. Hätten Sie noch eine andere Frage zu dem Thema? Also es findet immer wieder in meinen Arbeiten eben Einzug, und das ist auch, dann passiert auch dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles gesagt, quasi. Und aber auch, wenn ich mir denke, es ist eine Möglichkeit, die ich aufzeige,
quasi wie etwas ausschauen kann oder eine Welt, die ich auftun möchte, aber es soll nicht feststehen. Also es ist nicht quasi das, was ich sage, ist das Ultimative, sondern es ist eine Möglichkeit, die ich präsentieren möchte. Bitte schön. Ja? Also es ist so, dass man schon relativ gut ein Gefühl hat, wenn man sehr viel mit der Hand arbeitet, dann kann man ungefähr einschätzen, wie die Proportionen zueinander wirken. Also man kann auch zum Beispiel einschätzen, ungefähr wie viel 3 cm ist und ich misst schon immer wieder nach, aber man entwickelt einfach ein Gefühl für den Strich und für die, wie man eben, wie es einfach proportioniert ist. Aber es ist jetzt nicht nach einem, es ist so, dass ich oft einmal bei mir, zum Beispiel bei diesem Bild, habe ich gewusst, was ich aussagen möchte. Und die Idee entwickelt sich aber oft einmal, wie ich es ausdrücken möchte, erst im Werkprozess. Aber so die Idee selber, was ich sagen möchte, ist immer das Erste, an das ich denke. Und der Aufbau des Bildes entwickelt sich oft erst aus den heraus. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, es ist oft einmal sehr hilfreich zu sagen, welches Objekt möchte ich quasi aus meinem inneren Trieb raus, aus meiner Lust am Tun als erstes darstellen. Und dann gehe ich oft einmal nach dem vor, dass ich immer denke, welcher Platz, so auf dem leeren Blatt, welcher Platz wäre für dieses Objekt geeignet. Und zum Beispiel, wenn etwas Verborgenes ist, etwas, was eben sich durch meine Arbeiten zieht, dann setze ich es ganz gerne mal an eine Position, die eher so ganz am Rand ist, die, wo man erst einmal so suchen muss, wo ist es eigentlich, weil dass sich das irgendwie so versteckt verhaltet. Und von diesem Mittelpunkt aus, der vielleicht auf der Seite liegt, entfaltet sich das Bild wie eine Struktur. Genau. Ja, auch im Europäischen und sonst, also Zahlensymbolik ist ein ganz großes Thema. Auf jeden Fall. Findet auch immer wieder Einzug in meine Arbeiten, gerade wenn es so um Schwünge geht, wie hier zum Beispiel. Oder da, oder dass ich darauf achte, welche, zum Beispiel, da gibt es ja, natürlich lernt man das auch in meinem Kunstgeschichte-Studium zum Beispiel, das auch wirklich großen Einfluss hat, welche Zahlen das und das bedeuten. Und das findet, wenn die Idee entsteht und diese Zahl in Verbindung zu denen steht und dann versuche ich das schon in meine Arbeiten mit rein zu übersetzen, eben, dass jemand, dass es einfach ist wie ein Rätsel, das man entschlüsseln muss, dass es ist wie, ja, dass es einfach zum nur mal hinschauen anregt, eben. Ich finde das Spannende irgendwie, dass es nicht gleich auf den ersten Blick ersichtlich ist. Danke. Bitteschön. Entschuldigen Sie, ich höre Sie nicht. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und das Wichtigste ist einfach ausprobieren. Also ihr dürft Fehler machen, probiert es aus. Ich habe bei meinem letzten Bild zum Beispiel, wenn man da ranzoomen würde, was ich jetzt nicht getan habe, aber bei diesem Bild hier, das ist nicht mein, dieses hier, tausende von Zirkelstichen, sage ich Ihnen. Also das ist wirklich, da habe ich angesetzt und ausprobiert und wie geht der Schwung und das darf man auch stehen lassen, das darf man auch sehen, finde ich. Und, oder hier bei diesem Dreieck, wo ich immer denke, okay, das ist blöd, weil es ist nicht genau der Mittelpunkt, vielleicht fällt das auf. Nein, es ist egal, weil daraus entwickelt sich wieder was Neues. Also Fehler machen, extrem wichtig. Das Lassen und Aufgeben ist nicht gut. Sonst, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich und ich würde sagen, danke vielmals.